Oh, oh, oh. Warum bin ich denn in die Luft geflogen? Ja, weil hinter uns ein Auto stand. Ey, du musst es echt mal Mario sagen, der sollte den Griff kriegen, Alter. Alle wegbleiben, alle wegbleiben. Ja, Bella Mord. Hm? Du hast hinter mir das Auto gesehen, ja? Ja. Alle wegbleiben, hallo. Jetzt habe ich die Karre hier geflippt. Nee, oder? Doch. Scheiß, Alter. Grid 0, 8, 4. Das ist Kavala Spawn. Soll ich Relog machen, Kavala Spawn? Hier beschissenste Stelle. Ich stehe, ey. Hier wurde einer festgenommen. Jo. Hast du überlebt oder bist du gestorben? Nö, ich bin auch gestorben. Tschüss. Das muss echt den Griff kriegen, also das ist serverseitig. Ja, hat nichts mit Klienten zu tun. Nur ein so einen komischen Top-Shop. Ja. Karre eh nicht weg gewesen. Ja, soll ich reloggen bei euch spawnen? Also machen. Form on me. Jo, vielen Dank. Was ist das denn? Nimm doch mal den Ballermann da weg. Steht bei dir da vorne auf der Straße. Hat er meine Waffe auch noch? Pickup. Negativ. Ja, warum hast du gesagt, deine Waffe? Wir haben nur mit Desinfo-Moment zu kämpfen. Free me, please. Wir haben nur Desinfo-Moment. Also irgendwelche Fahrzeuge stehen bei uns irgendwo rum. Ich repariere. Ja, das ist seit dem neuen Armor-Update. Das ist voll der Scheiß. Ey, das ist echt sehr schwer. Der repariert wirklich, das ist kein Ordner. Du hast ja gesehen, ich bin gerade runtergekommen, mir wurde alles voll. Ja, ja, ich weiß, ich hab mich gerade gewundert, warum ihr da hochgeht. Ja, wollen wir noch irgendjemanden überfallen oder so? Ihre Waffe konnte ich leider nicht mehr sichern, ich hab die nicht gefunden. Ja, passiert. Ja, vielen Dank für die. Ich gebe ihm die gleich. Das war's vom Shop. Hey, kümmern, hört dich nicht? Bitte? Ja, pass schon. Ich hab mir gesagt, deswegen hat man mich gehört. Ich sag Kavala, ne? Ja. Gut. Ich auch. Wo seid ihr im Markt? Na, erstmal neu ausstatten, ne? Junger Mann, nimm doch mal die Waffe runter, warum zielen sie denn auf mich? Oh, der geht immer nicht auf den Sack mit der Stimme, ne? Ja, genau sie. In der Cops? Ja, ja. Wir glauben sie doch ja, gegen mich. Danke. Ich glaub nicht gegen sie. Bei mir sind sie gerade gegen mich gelaufen. Das müssen wieder ihre getrübten Sinne sein. Ja, wollen sie sagen, ich bin bekloppt? Wollte ich sagen, nein, ich bin bekloppt? Ja, ich höre. Danke, ey. Mario, mach mal kurz deinen. Na, Jolo, mach mal rein, sonst muss ich halt mein Ticket bezahlen. Brennt ihn eigentlich der Helm? Gib ihn gleich ein. Ja, ich wohne von mir noch ganz gut. Warte, ich bin vorbei. Ja, wir sind an die Bäume. Das ist schon gerade. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder für Sie da. Bitte stehen, mein Leutnant. Na klar. Ganz wichtig. Guten Tag, hallo, Entschuldigung. Wie, du, soll ich für dich gleich Essen Trick mitnehmen? Taco. Hier. Bitte kaufen Sie sich ein Fernglas. Ich bin auf dem Weg. Ich bin gerade da hier gestorben. Ach so, okay, okay. Jetzt bin ich wieder für Sie da. Nur wenn Sie sich nicht so aufregen. Ja, Herr. Ja, aber dann nehmen Sie doch auch mal den Abstand. Drücken Sie mir nicht so auf die Pelle. Sagen Sie mal, wo haben Sie das denn gelernt? Alter, also, was ist das denn für Polizeistaat hier, sag mal?
Mein Auto ist geklaut worden. Ich will eine Anzeige erstatten. Mein Auto ist geklaut worden. Ich will eine Anzeige erstatten. Ja. Wie bitte? Wo sind Sie denn? Wir haben wieder keine Geduld, die Jugend. Keine Geduld haben. Keine Geduld. Was dauert deine Zeit? Ich laufe hier gleich Amok. Ich zieh gleich meine Waffe und lauf Amok. So schnell. Was hast du denn? Was hast du denn für ein Problem? Mein Auto ist geklaut worden. Ein Geländewagen mit Farbe Tan, beige. Der hat auch coole Klamotten. Ich habe ihn zum Ampelfeld gefahren, weil ich so korrekt war. Ich weiß es leider nicht. Ich kann den Namen nicht. Ich weiß den Namen. Hallo? Hallo, was tun Sie? Habe ich Zeugen. Ich habe aber Zeugen auf jeden Fall. Hallo, was tun Sie? Bifi, hallo, was ist da? Was tun Sie gerade? Mr. Hanso, hallo. Also, hier ist gerade Ihr Total überfordert, glaube ich, denke hier. Herr Hanso, was tun Sie gerade? Wieso tun Sie das? Können Sie mir das erklären, oder? Sie wissen ganz genau, was Sie gerade getan haben. Wie bitte? Sie haben versucht, mich zu überfahren. Und ich konnte noch im letzten Moment hinterm Baum rennen. Ist doch nicht wahr, ist doch nicht wahr. Ich habe überhaupt nicht versucht, Sie zu überfahren. Oh ja. Hallo, ich bin auf dieser Straße links. So Jungs, geht los. Was Sie gesehen haben, aber das, ich habe überhaupt nicht versucht. Ich kann Armer starten jetzt. Natürlich nicht, Junge. Das ist so. Sprit kostet wohl nix hier. Die haben mit der tiefen Stimme, ist geil. Hallo, ich wollte hier überhaupt niemanden überfahren. Unglaublich. Kommen die Rauchkanaten? Ja, hier kifft einer. Es quält überall. Oben vom Dach. Wie ich jetzt nur wegen dem Autodiebstahl einen auf den Sack kriege. Krankenhaus da, in die Richtung. Guckt mal Leute, da will einer vom Hausdach springen. Leute da oben, der will springen. Hallo. Herr Kommissar, Polizeiwagen. Herr Kommissar, Polizeiwagen. Ich brauche Ihre Hilfe. Junge, spring nicht, es ist keine Lösung. Junge, geh von der Straße runter. Du wirst doch verletzt. Gut, Junge, runter von der Straße. Siehst du den da oben auf dem Hausdach? Dass ihr Bengels das auch nicht lernt. Da müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn ihr überfahren werdet. Junge, spring nicht, ist keine Lösung. Nein! Was, er hat überlebt? Warum hat er es überlebt? Kann man nicht sterben, wenn man vom Hochhaus fällt? Oder? Ist er aber voll? Möglich. Aber glaube nicht. Bitte guck mir nicht in den Rucksack. Kommst du mal gucken? Goodbye, mein Verleih. Was willst du denn mit meiner Haftcreme schon machen? Gleich meine Waffe. Ja, vielen Dank. Y, drück mal Y. Klappt nicht. Dann drückt so oft Steuerung S, bis er sich hinlegt. Der setzt sich ja einmal so komisch hin. Er macht doch nicht weiter. Das ist sogar nee, du, weil du auf der Steinmauer gehockt hast. Jetzt mach mal, jetzt geht das. Auto, Hupen. Ja, ja, haben wir doch gesagt. Das sind sogar zwei. Donator Helmets. Nicht überfallen? Doch, natürlich. Zwei, ne? Fahren aber weiter, oder? Nein. Die bleiben hier. Ja sicher, die verkaufen. In Deckung bleiben, die checken erstmal. Ja. Da kommt einer angerannt. Ja, ich seh ihn. Wo? Zwei beim Dealer. Am Drug Dealer. Zwei Stück? Ja, schrei los. Warte. Die haben sich hingelegt? Jo, könnt ran. Die sollen aufstehen, sich ergeben. Shift C drücken. Der eine hockt nur. Shift C. Und der zweite auch. Ach, das ist das Mädel.
Das Bastard. Hier unten am Kurs rein. Ich begib noch hier hinten Deckung. Ja gut, ich komm ran. Tess, sprichst du schon mit denen? Ja, ich hab grad mit denen gesprochen. Sag, die sollen eben warten. Ja, die überfallen wir nicht, das ist Kings. Na, ich komm auch. Wie, die überfallen wir nicht? Das ist Kings, Alter. Nicht. Die machen uns, die pusten dich hier so weg. Außerdem waren wir mit dem ist jetzt auch mal gut. Salz lohnt sich mehr im Moment, ja? Wir haben jetzt den Salzkurs ordentlich runtergescheppert. Wir haben 3 Ladungen Salz gefahren und der dürfte jetzt bei so 1,6 liegen oder so. 1,5. Oh Gott, hat der wieder die ganzen Preise kaputt gemacht. Mal. Aber ich weiß, Geheimtipp, dass Leute Diamanten fahren wollten vor ungefähr 20 Minuten. Ja. Ich würde dir jetzt einen Kuss auf die Wangen geben, aber du bist mir zu behaart. Dann gehen wir mal zu Diamantentrader. So, bis später, ja, Mann. Hast du viel Car Crash Complication geguckt, wa? Hidalgo, wer ist das? Der steht hier bei uns. Ja. Zu viel Car Crash Complication geguckt, ne? Steht doch hier, direkt vor dir. Na. Okay. Wieso? Der kann sich schon nicht mehr daran erinnern, dass wir gestern YouTube geguckt haben, wa? Typisch Frau wieder Alzheimer, ne? Alter, ich hatte Nachtschicht, ich hab die Nacht durchgemacht. Was los, ey? Ganz ja, ehrlich. Und du hast uns heute Morgen von deinem Superlachs erzählt. Ja, und von deinen Drogenpartys und so. Von deinem Lack. Ach so, stimmt. Stimmt, ja, ich habe Lack. Wir waren dabei, als du gefrühstückt hast, Mäuschen. Ja, ist ja gut. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, es tut mir leid. Ey, was für eine geile Karre, Mann. Ja, komm, wir fahren mal zum Diamanten. Wir sehen uns bestimmt später oder hören uns nach einem Test. Kleiner Tipp, ich würde das Zeug hier verkaufen, nicht nehmen, da merkst du auch mehr, ne? Ich hab leider keine Waffe in der Hand. Narkose, guck dir mal die Stoppeln an, da reibst du dich kaputt. Ja, echt. Da reibst Moment, du dich wund. Warte, ich guck im TS, da sieht sie besser aus. Da hast du nicht so eine Stoppel. Narkoses Wohlstand informiert heute Morgen. Also, du bist echt vergesslich, ne? Ja, ich kann mich an euch wohl erinnern, aber ich kann mich an das Gespräch heute Morgen kaum mehr erinnern. Ja, durchgemacht, Mann. Komm, lass mal abhauen. Ich habe auch eben 3 Stunden gepennt, weil ich gezittert habe wie Sau, weil ich die Nacht durchgemacht habe. Dann hast du ja nicht durchgemacht. So. Lass die Drogen auf den Kopf. Bis 10 geschlafen. Dann hört das mit dem Zittern auch auf. Ja, genau. Ihr seid alle so lustig. Ja. Ha! Ich tot. Dann, ja, ne? Tschüss. Die Bärtige, ja. Mach's gut. Hallö. Und Finger weg von den Diamanten, ja. Ne? Tschüss. Müssen wir schon Kombi auch noch kennen? Ja, bitte. Ich hätte die jetzt auseinandergenommen. Ja, du. Die hätten aber nicht danach auseinandergenommen. Die hätten dich jeden Tag gejagt, Junge. Also, ich sag dir eins: hättest du die auseinandergenommen, dann hättest du dich mit Bluthund zusammen tun können, mit dem spielen können. Sag mal, wie viel Spaß hat Bluthund noch macht im Moment? Wollen wir überhaupt gekannt? Warte mal. Hier vorne hinter mir. Ja, ich glaube, hier vorne. Deswegen hast du davon nicht zurückgeschrieben, weil er gar keinen Plan mehr hatte, weil wir waren. Warte mal, da ist eine Fläche. Da hinten das Haus, ich lauf drauf zu. Da hinten, so weit? Jo, stimmt. Na, guck mal, ohne mich wäre er hoffnungslos verloren. Ja, wollen wir jetzt Diamanten? Ja, würde ich sagen, oder?
Blitzen wir mal hingucken, das hat man. Stell dir mal vor, die hätten die zwei Dinger okay, jetzt Rand voll gehabt. Boah. Ja, wäre aber reich gewesen. Ich kann gar nicht mehr richtig schnell laufen, ey. Das nochmal. Wie gesagt, wenn du Red Bull trinkst, kannst du schneller laufen. Also schneller lang laufen. Ah, die sind auch gut, ne? So schön mit Hupen, möp, möp, kommen die angeht. Sie schreibt mir gerade nochmal, dass der Typ, der von geschrieben hat, dass der Diamanten gefarmt, leider nicht mehr online ist, aber sie hat die Vermutung, dass noch welche gefarmt werden, weil der Preis so stabil ist. Hm. Der lockt ihn wieder aus. Assi, Alter. Das habe ich bis hierhin gehört. Ich hasse euch so sehr. Weil wie der jetzt in der Karre sitzt, ne? Ey, ich könnte mir ja mal so Luki auslocken, wa? Loki, was? Renn zu Narkose, drück Shift G. Wenn du sofort bei dem bist, drück so schnell Shift G, wie es geht. Shift G. Wie Angst hat. Überfein, überfein. Shift G, Shift G. Ey, was? Auf die Distanz oder was? Ist ja lächerlich. Ey, das sind voll Konflikte zwischen mir und Loki, ja? Ich kann mich nicht bewegen. Erst normal. Ja, aber das dauert eben. So, pass auf, jetzt, warte mal, Jungs, warte eben, jetzt kommt ein Bug. Wenn man sich jetzt bewegen kann, wenn man wieder wach wird, hör mal eben bitte auf. Wenn du dich jetzt bewegst, nein, du nimmst jetzt die Waffe, jetzt kannst du schießen. Du hast da so eine Millisekunde Zeit, wieder die Waffe hat, da kannst du schießen. Die meisten stehen vor dir. Ja. Kann man da, immer, darf man da schon schießen? Ist es Notwehr? Ja, natürlich, ja, hallo, einer übt dir doch Gewalt aus. Ich hab hier einen Triple. Könnt ihr mich mal frei machen, du hast mich noch gefesselt. Ich hab Narkose. Nee, der Narkose kann sich nicht bewegen. Voll die Eier, Junge. Loki, komm mal her. Wenn der Narkose jetzt wieder steht, dann geh mal ans Maus, an den Rand, an den Mausrand, dann kannst du ihn entfesseln und abführen. Abführen ist wie eskortieren. Dann führst du ihn mit dir rum. Und dann machst du Stop, dann lässt du ihn stehen. Und die, es ist eine Serverregel, du darfst einen nirgendwo in der Prärie stehen lassen, also du musst ihn wieder losmachen. Ja, wo ist er jetzt hin, Alter? Hä? Wieso hab ich denn jetzt? So wie jetzt mich Teste stehen lassen, wenn der sich jetzt verpissen würde, dann wird er gebannt. Aber automatisch nach einer gewissen Zeit wirst du, kommst du automatisch sowieso wieder frei. So, aber es ist das Serverregel. Ja, nicht. Ja, ich ist aber eine Serverregel, dass die einfach nicht so Idioten sind. So, kommst du zum Diamanten. Also Shift G, wenn du Überfälle machst oder so und die spuren mich, oder du kommst auf die zugerannt und die haben Waffen, Shift G erstmal niederknüppeln. Das war gerade eine Prügelei, Jungs. Dann gehen wir erstmal ein Trinken, ein Buffen müssen wir jetzt, Jungs.